Diesen Bahnhof haben wir letztes Mal gebaut. Und ich finde, der gliedert sich hier schon recht gut ein. Und mal schauen. Also eine Autobahn wäre natürlich noch ganz cool. Irgendwann brauchen wir die sowieso mal. Schon mal EEP-Schirme gesehen. Bin gerade überlegen, was EEP ist. Da müsstest du mir mal kurz auf die Sprünge helfen. EEP. Irgendwas sagt mir das. Komm nur nicht drauf. Ach, Eisenbahnachse. Eisenbahnachse, wo kommen da zweite E her? Ach, aus der Echse oder wie? Ja, also mein Ex-Professional sagt natürlich was, natürlich. Nun guck ihn dir an. Der hat auch nicht mehr Grips als ein Spatz Fleisch an der Kniescheibe. Ja, wo die Siri recht hat, hat sie recht. Ich geht's jetzt so. Wie war das Einsicht ist der beste Weg zur Besserung, ne? Natürlich sagt man das. Ich hab's nur nie gespielt, ehrlich gesagt. Weil mich so ein bisschen dann die Preise so für die Zusätze irgendwie, ich glaube, irritiert haben, wenn ich mich das Spiel gerade richtig vor der Nase habe. Moin, Meister! Celsa, moin! Schön dich zu sehen. Ja, wie gesagt, also ich hatte es noch nie gespielt. Ich hatte es mir schon mal angeguckt, aber ich meine, ich bin dann bei den Preisen dann irgendwie hängen geblieben und gedacht, nee. Dann doch nicht. Irgendwie so war das. Ah, André, moin. Dunkelblau auf schwarz ist doof, aber das liegt nicht an dir. Wie geht's dir? Ja, okay, also Gewerbe. Wenn wir hier den Bahnhof mal so ein bisschen auslassen und die Strecke hier ein bisschen auslassen. Und ich meine, was wir in der Kernstadt eigentlich drüben haben. Meine Kernstadt ist wahrscheinlich eh schon überlastet. Aber das ist ja egal. Werkzeuge. Wir könnten also Werkzeuge bauen. Werkzeuge und Maschinenteile über Hasefelde. Lebensbaumaterial kriegen die ja hier schon. Auch schon Baumaterial. Kann sein, dass ich irgendwann wieder einpenne. Ja, das ist ja kein Problem, Siri. Ist doch vollkommen okay. So, also Maschinenteile und Werkzeug. Wir haben ja hier drüben ja so ein bisschen, naja, Brachland nenne ich es mal. Ist allerdings nicht gerade. Gut, das ist ja erstmal egal. Das ist jetzt schon mal gute Nacht. Genau. Okay, wir können ja mal kurz gucken. Da wollte wir müssen eigentlich auch noch mal unbedingt hier so eine Alkoholdestillerie spielen, mal bauen, ne? Fischerei. Können wir eigentlich irgendwo mal am See platzieren oder so? Ja, am Fluss. So, was wollten wir? Wir wollten Werkzeug plus. Werkzeug, das wäre dann für Kernstadt. Wer möchte denn noch
Werkzeuge haben. Ich mag mich zu erinnern, doch eigentlich alle, ne? Ja, natürlich. Also eigentlich ist es egal, wo die hinstellen, weil die wollen sie eh alle haben. Das ist ja die Extended Industry. Dann rollt auch irgendwann die Post hier rein. Also können wir eigentlich hinstellen, wo wollen die Industrien im Grunde. Hier so eine Fischfabrik, vielleicht hier so in den See dann später. Aber wir wollen erstmal Werkzeuge und Maschinen haben. So, Werkzeuge und Maschinen. So, am besten irgendwo hier. Meine, man könnte sie ja hier hinten irgendwo in die Ecke stellen. Was meint ihr denn? Wo wollen wir denn Maschinenfabrik und Werkzeugfabrik denn deponieren? So, das ist sich in die Landschaft eingliedert. Ich mach kurz die GUI aus dazu. Also, wir haben hier den Güterbahnhof. Natürlich hier Berge. Könnt ihr jetzt natürlich sagen, okay, wir machen hier nochmal das Stück irgendwie tiefer. Jetzt sitzen hier noch so eine Art Industriegebiet hin, aber. Also hier in Industrien sind ja nicht mehr im Tal, ne? Oder wir setzen das hier drüben auf die Seite. Wir machen da quasi so ein kleines Stückchen rein. Na gut, wenn ein großes Stückchen werden. Warte, ich bin leise. Kann gar nicht sein. Ich bin nicht leiser als sonst, glaube ich. Warte mal. So, jetzt besser? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Mal kurz auf den Pegel. Test, 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 test. Test. 1, 2, 3. So, wo ist die Beschriftung hier? Muss sie jetzt vorne sein oder hinten? Test, Test. So. Hallo, hallo? Der ist leiser als sonst. Hat die was in den Ohren? Moment, das gucken wir mal. Wurde gar nichts dran geändert. 100%, 100%. Hi Tom. Also ehrlich, ich habe wirklich nichts geändert. Es kann also gar nicht sein, dass er leise ist. Ich kann gerne noch mal ein bisschen hochziehen. Ne, hochziehen kann ich nicht mehr. Ist besser jetzt. Auch mit der Sprache, ja.
Okay, spannend. Okay, egal. Machen wir mal weiter. So, jetzt habe ich hier natürlich schon gebaut, was ich gar nicht wollte. Also lauter geht es wirklich nicht. Das ist Maximum. Auf Mikrofon so wie jetzt auch auf der Ausgabe. Also lauter geht es wirklich nicht. Okay. Nichtsdestotrotz. Ich muss mir das nachher nochmal im VOD nochmal anhören. Aber wenn ja, dann muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Das kriegen wir auch hin. So. Okay. Wir waren bei der Industrie. Die braucht ja dann auch wieder Stahl, genauso wie die Maschinen, glaube ich auch, wenn ich mich nicht ganz täusche. Die Frage. Ach, Tom. Ist gerade Nippeltemperatur. Ja, schön für dich selber. Nicht nach unten spielen, das könnte wehtun. So, nichtsdestotrotz, wo wollen wir denn ein kleines Industriegebiet für Hasefelde errichten? Gegenüber, am Flussseite. Oder wollen wir es hier noch irgendwie eingraben? Oder wollen wir hier in die Ecke hier unten hinten nutzen? Und hier so ein bisschen eingraben. Hi Wagenscheid, grüß dich. Haben wir jetzt da umgedreht im Bett und das Tablet an die Heizung gedehnt. Dann ist es nochmal etwas lauter. Also es hat sich nichts geändert. Wer hatte ja sonst immer die Fenster zu, weil es draußen kalt war? Dieses Straßenlärm zu laut. Naja, egal. Die Heizung als Resonanzkörper. Deine Fenster sind nie zu. Moin, Meister. Moin, moin. Deine Fenster sind nie zu, Siri. Bei manchen Aktivitäten. Na, egal, lassen wir das. Kommen wir wieder zurück zum Spiel. Ja, was meint ihr? Wohin wollen wir die bauen? Ist doch wahr. Ich will doch beide Fenster zumachen. Außer die Nachbarn wollen es. Das ist eine andere Geschichte. Ah, mal gut, dass das drüber aussehen ist, ne? So. Zurück zum Thema. Das ist wahr, ich glaube, wir drehen alle durch, ne? Das ist, ja. So, Industriegebiet Hasefelde. Oder wollen wir jetzt hier oben am Umschlagbahnhof irgendwo. Sehen wir doch die Nachbarn selber machen. Naja. Ja, das stimmt, Siri, da hast du allerdings recht. Auch wieder wahr. So, wir können natürlich auch hier hinten einfach wieder. Was wäre dann eine Menge LKWs werden, ne? Oder wir rasieren hier noch ein bisschen was vom Berg weg. Damit hier unten der Verkehr ganz schön viel, ne? Und
Und hilft uns ja eigentlich nicht mit der Strecke, die wir hier gebaut haben. Die soll ja schon nach Kernstadt gehen. Bei uns reißen die Grad und Sonne. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir hier haben. Muss ich nachgucken. Aber ich glaube 26 Grad oder so haben wir aktuell. Wir können uns ja hier so ein bisschen am Wasser verewigen, ne? So hier an der Straße lang. Ein bisschen gedreht vielleicht, aber hier nur eine Straße auf der Seite haben. Keine Ahnung, es klebt alles. Ja, das, genau. Wenn wir die hier so hinstellen. Toll, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Providentwetter, nennt man das. Aber nur bei einem bestimmten Alter, oder Tom? Mein Sonnenbaum hat das auch nicht auch etwas verzerrter. Aber schön, dass er jetzt einmal Bilder im Kopf hat. So. Er feuert Stahl und macht auch zweimal Werkzeug. Das heißt, wir brauchen Stahl. Stahlfabrik. Hier unten noch die Maschinenfabrik. Die müssen wir da hinten nehmen. War nämlich auch Stahl. Oh weia, jetzt geht's los. Ah, genau, Siri, uff. Ah, okay. So, brauchen wir noch Stahl. Ein Stahlwerk. So, machen wir natürlich Erz und Dings für. Erz und Kohle. Das müssen wir rankarren. Und irgendwo. So. So, dann nehmen wir jetzt mal hier die Straßen wieder weg. Aber nämlich selber. So, dann brauchen wir hier irgendwie. Genau, sowas hier. Hi Lukas, grüß dich.
Ich weiß gar nicht, ob man die wirklich überhaupt umbauen kann, die Straßen. Also man loswerden kann. So, hier ist doch irgendwie so ein, so nur eingangsmäßig oder sowas. Das kann ich natürlich wieder nicht bauen. Warum auch? Auch hier nicht bauen. Oh, ein Eis. Oh, ja, gerne. Malaga? Ja, klar. Immer her damit. Genau, so ein bisschen die Kurven. Könnten wir hier so langsam mal den Berg hochschneichen. Nehmen wir. Oh, Malaga-Eis, ne? Das wäre doch mal was. So. Okay, passt. Caperinia würde ich nicht ablehnen. Siri mal wieder. Caipirinha. Wobei, klingt gut. Muss ich ja mal sagen.
So ein Schäfchen trinken wäre gut. Bin voll auf Alkohol holen, so wegen der Nachtschicht auf meinem Freund. Und mein Freund, wieso dein Freund? Zwingt er dich nicht mehr zu trinken? Mag ich nicht so. Na gut, ich meine, wenn man ständig vielleicht irgendwas trinkt, würde mich das wahrscheinlich auch stören, aber so hin und wieder. Doch, hier kann man noch viel noch mit den Bergen machen hier. Aber oh, das hier stört mich noch so ein bisschen. Hin und passt da schon wieder. Ach, mein Feierabendwein kann er mir nicht verbieten. Genau. Das ist witzig, die Schneebäume hier drin, ne? Voll witzig. So, meine Idee wäre jetzt, dass wir jetzt hier diese schönen. Die wollte ich aber schon mal ausprobieren. Förderband. Förderband für Schüttguru, Förderstand für Balletten. Das müssen wir natürlich mal kurz überlegen. Da bräuchte ich vor allen Dingen auch erstmal. Erstmal normale Gebäude. Also für Anlieferungen. Haben wir die denn? Die suche ich mal wieder, ne? Diese unsichtbaren. Müssen die hier gewesen sein? Genau, Terminallänge. Wobei, wir wollen ja erstmal nur. Er braucht eine Anlieferungsfläche. Die können wir eigentlich. Genau, nichts verbieten lassen. Genau. GG! Brauchen wir eigentlich nur was zum Abliefern erstmal. Wir hier einmal die Werkzeuge abholen, die Maschinen und hier einmal das Werkzeug. Gut, hier brauchen wir dann sogar noch Silber. Silber brauchen wir auch noch. Ob das so gut ist, weil sie es hier hingebaut haben. Na gut, schauen wir mal. So, dann würde ich hier. Plattformlänge.
Genau, machen wir so. So, nochmal Terminal hoch. Ein Terminal. Land, ja. Umrandung. Ja, Zaun ist okay, Asphalt ist auch okay. Kein Schild, aber dafür Beleuchtung. Und Querverbindung. Die Couch für ihn. Ja. Das sagen so viele Frauen. Wenn er das nicht macht, dann geht's die Couch. Was ist denn da für eine Straße, die da anklebt? Naja, egal. Wird schon passen irgendwie. Ne, kann man nicht. Würde ich ganz gerne haben, aber wo ist sie denn? Na gut, nehmen wir die. Ob ich das schon kenne? Die Aussage ja. Bin ich ehrlich, ne? Nur gebracht hat es nichts. So, das wäre dann die erste. Ich dachte, diese Straße nicht als normale Straße. Naja. Wird schon passen. So, da haben wir hier die Warenabholung für die Werkzeuge. So, er produziert hier was? Schlagge. Dann könnte man ja. Aber ich noch nicht weiß, wohin mit der Schlagge. Die könnte man ja dann auch schon mal verewigen. Die vielleicht doch ein bisschen länger machen. Ja, ich weiß, dass ich auf alle auf Null setzen kann. Ich
Mal gerade überlegen, weil wir müssen ja hier eigentlich ja jetzt hier die Warenanlieferung machen. Die Schlageabholung. Ja, wir machen es ganz anders. Natürlich geht das dann nicht. Wieso ist das eigentlich noch? Okay, das vernichtet gerade meinen Plan. Ja gut, aber das ist auch kein Vanilla gewesen, ne, Tom? Das war ja auch nur... Okay, dann machen wir das so. So klappt, wie ich mir das vorstelle. Autosave. Seit der Pizza gestern hängen meine Tastatur. Na sowas. Vielleicht Käse in der Tastatur? Nur so ein Gedanke. Gut, dass du die Pizza erwähnt hast. Ach, herrje. So.
Apple im Bau nicht möglich? Nee, da geht's. Ist ja witzig. Jetzt will ich wieder hoch. So. Das ist kein Ofen, Siri. Ach stimmt, hast du mal erzählt. Stimmt. So. Moin, Meister! So, das wollte ich mal da ausladen. Moin, Walle! Grüß dich! Den noch da ausladen. So, hier wird dann die Schlacke abgeholt. Nehmen wir am besten auch gleich mal. Felde, Werkzeug. Hasse Felde, Industrie. Terminal A. Terminal B. Jimmy, hi. Na? Wie schaut's bei dir aus? So, dann ist das hier nicht der Heideweg. Industrie. Anlieferung A. Lieferung B. Und wenn du denkst, du kannst dir hier den Wanst vollschlagen mit meinen Bohnen und Zwiebeln, dann werde ich dir gleich mal eine Zwiebeln. Genau. Bohnen und Zwiebeln. So, weg zur Fabrik. Werkzeugfabrik. Maschinenfabrik. So, bestellt. Was hast du bestellt? Pizza? Weg von meinem Teller. Hast du Pizza bestellt? Was denn für eine?
frag für einen Freund. So. Okay, also Anlieferung. Eisen, Erz und Kohle. Abholung Werkzeuge. Abholung Schlagge. So, dann haben wir hier noch Anlieferung. Das können wir vielleicht auch hier gleich mit erledigen. Dann brauchen wir hier drüben noch die Abholung für die Maschinen. Wie die Steigung so groß. Da gebe ich ihm Steigung so groß. So geht's. Mit Gymnat und Väter. Lecker. Schicken und vier Knoblauch. In extra groß. In extra groß sogar, Tom. Jetzt weiß ich wenigstens, warum wir keinen abgekriegt haben. So. Terminal C. Gut, das hätten wir auch. So, hat das schon mal irgendwer gebaut mit diesen Förderer- und Haltestelle? Hi Crazy Warrior, moin moin! Jetzt hab ich noch irgendwo die Straße dazu, ne? Da. Zwei Weg, brauchen wir zwei Weg? Eigentlich nur den Stahl hier rüber, ne? Eigentlich nur ein Weg. Für Schüttgut, für Paletten. So, Stahl dürfte auch Paletten sein. So, kann man dann hier wenigstens drüber bohren? Nein, natürlich nicht. Das erwarte ich auch. Wenn sie jetzt auch eine Brücke mitgeliefert haben, ne? Oder hätten. Manche haben sie es ja sogar, ich weiß es nicht. Da gerade an die Pipeline. Ja. Okay, wir versuchen es auch, ne?
kann das schließlich auch hier hin, ne? Das ist nicht das Problem. So. Fisch wird gut. Fisch wird wieder falsch. Und Paletten. So. Verzweigung, genau. Was wir da natürlich über anzwerpen. Ach, mit Grafik sogar auch, das ist ja süß. Ich kann mir eben nicht vorstellen, dass ich über die Straße drüber wegkomme. Den auch noch mal weg. Das klappt doch never. Never ever klappt das. Oh, klappt ja doch. Gerade. Ich sehe schon, am Ende des Streams steht dort wieder Wald. Meinst du, Tom? So. Meinst du, so schlimm, ja? Thank you.
Moin, Meister! Was kollidiert er denn hier? Peter Chaco, hi, grüß dich. So, wir haben mal neugierig. Natürlich geht das nicht. Natürlich nicht. Wäre zu viel verlangt gewesen, ne? Oder kann ich darüber? Kann ich sogar hin. Ja, was so hier hin? Geht doch auch. Oder nicht, oder doch? Klar. So, dann kann das da sich wieder weg. So, das wäre dann Hasselfelde, F für Förderband, Hasselfelde, Stahl, Werkzeug. So, das wäre dann Förderband, Hasselfelde, Stahlmaschinen. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. So, müssen wir nur gucken. Wo die Dinger haben das so, ne? Förderbandpalette da. Setzen wir mal 25 drauf. Ach ja. Bei Stinien, das ist die. Ach Gott. Ist das normal, dass die dann mit 10 km/h durch die Gegend eiern? Tatsächlich. Okay, ich habe nichts gesagt. Wo ist denn der andere Förderband? Schön gut. 15 immerhin. Na gut, okay. Gut, gut.
Auch da machen wir bei 25 draus. Und gucken wir mal auf die Linie. Kann sein, dass er gar keinen Connect hat hier. Doch, hat er. Gut, was brauchen wir noch zu unserem Glück? Achso, wir brauchen eine Linie hier. So, die Linie. So, dann zwei Laden. Und hier. Nein, voll laden ist ja Quatsch. Da laden, nichts entladen. Und da nur entladen. So, und bei der Linie genauso. An Punkt 1 laden. Halt, laden. Entladen. 1, 2, ja. So. Werkzeugmaschinenfabrik, genau. Ach, guck an, da haben wir sogar einen richtigen Abkommen hier schon für. Für die Schlagge. Die Baumaterialfirma, die kann es gebrauchen. Guck an. Sehr gut. So. Jetzt brauchen wir noch Eisenerz und Kohle, ne? Zweimal Kohle, zweimal Eisenerz. Wo es dann einmal Stahl wird. So, wo wollen wir die denn hinstellen? Und wir darum brauchen wir etwas schöner hier, das Gebiet. Könnten natürlich auch schon mal. Genau, wir machen die anderen Linien auch schon mal fertig. Nehme ich hier die Werkzeuge von Terminal A. Genau. So, dann hier hinbringen. Das ist dann Güter LKW. Hasse, Felde, Werkzeuge. Dann von hier ebenfalls nach da. Das wäre dann Güter, LKW, Hasse, Felde. Ist ja ganz schön ruhig, Chat. Ich hoffe, ihr seid nicht zusammengeklappt bei dem Wetter. LKW hast du Fede. Maschinen. So. Das haben wir natürlich wieder hier in unser eigenes Depot. Schicken wir schon die Fahrzeuge auf Reise. Was dein Magen schwitzt. Okay, Siri. So. Da wäre ich ja mehr schon fast für diese LKWs hier. Wobei, die können wir.
Oder nehmen die hier. Wir haben 60 Kapazität. Können Maschinen und Werkzeuge. Werkzeuge würde ich sagen Hornbach. Heute ist gerade vom Pizzadecker wie früher der Autokatalog. Ja, das kann gut sein. So, dann nehmen wir hier mal erstmal 8 auf die Reise. Das ist dann für die Werkzeuge. Güter, 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 Güter. Werkzeuge. Achso, das habe ich gar nicht. Soll ich natürlich hier warten auf voll. Und soll in diesem Fall nur Werkzeuge laden. Und hier natürlich nur entladen, genau. Und kann eh nicht anders machen. So, bei der anderen Linie machen wir es genauso. Maschinen. Laden auf voll. Nichts entladen. Laden und zwar Maschinchen. So, und da brauche ich natürlich auch noch ein paar Fahrzeuge. Und da würde ich jetzt sagen, da geht es ja um Maschinen. Mit Plane. Krieg, Kühn und Nagel, glaube ich. Da machen wir auch mal 8 drauf. Maschinchen. So, okay, damit hätten wir das schon mal. So, Schlagge hatte ja hier. Na gut, das ist eine ganze Ecke, ne? Baumaterial wäre hier. Gut, das kümmern wir uns dann später. So, wo wollen wir denn jetzt die Kohle und so weiter hinsetzen? Kohle und Eisenerz. So, irgendwo hinbauen. Müssen wir natürlich auch zusehen, dass wir irgendwie die Ware da hinkriegen. Ansonsten gesagt, wir bauen das hier so in hier in Zahl rein. Eisenerz und Kohle, Tom. Müssen wir irgendwo hinbauen. Und zwar jeweils zweimal. Ich hätte die Idee gehabt, dass wir es hier in die Ecke setzen wollen irgendwie. Dass hier so ein Loch buddeln. Und damit LKW quasi da einfach rüberbringen. Hier würde sich der hohe Berg so ein bisschen an. Ja, eigentlich sogar taugen, ne? Das heißt, ich würde hier mal so eine Furche reinmachen erstmal.
Pizza ist da. Lass sie schmecken, Siri. Ich hoffe, du denkst aber jedem Biss so ein bisschen an uns. Nur so ein bisschen. Nee. Pö. Okay, das wollte ich nicht gerade unbedingt. Können wir schon mal da ein bisschen Terraforming hier machen. Ach, das hat doch was. DB-Kopper, hi, grüß dich. So, muss ich hier noch reinpassen? Terraforming betreiben. Das ist ja nicht das Problem. Ey, diese Straßen nerven wirklich so ein bisschen, ne? Das ist gut, dass da keiner dran gearbeitet hat. Ich müsste mir mal die Kontakte schon mal dazu angucken. Vielleicht kann man es wirklich rausnehmen. Okay. So. Jetzt würde ich ganz gerne mal den Pinsel erstmal nehmen. Berg hier mal von den unnötigen Bäumchen befreien hier.
Okay. Könnte es im Moment hindauern. Befreit den Fluss. Ach so, das war was anderes. Ja, genau. Das war was anderes. So, Prösterchen. Während das Spiel überlegt, wo er jetzt welche Bäume hin ist. Okay, zwar ein bisschen viele Bäume. Wobei, ist ein schöner dichter Wald, oder? Das war für ein bisschen viel. Oder wollen wir so lassen? Da eh noch eine Schneise hier drin, aber. Da kommen wir denn ein bisschen aus. Bitte nur ein bisschen aus. Da fehlt auch ein bisschen zu viel des Guten, ne? Gibt's ja zu. So können wir es doch lassen. Siehst du den Wald voll oder Bäume nicht? Genau. So. Auch schön versteckt hier in der Ecke. Das wären schon mal unsere Kohle. Bisschen Erz könnten wir vielleicht hier unten vielleicht irgendwie ein bisschen machen. Vielleicht irgendwo etwas auf dieser Ebene hier. Vielleicht ein bisschen tiefer. Bei dem Platz brauche ich hier. Genau. Wenn es da brennt, gibt es bestimmt ein schönes Lagerfeuer. Oh ja.
Komm mal ein bisschen grillen. Marshmallows rösten. So, wir haben mal unser Radiergummi. Ein bisschen den Berg befreien hier. Gefällt mir besser. Habe ich auch die 360 Grad über Monitorarme, die ich seit letzter Woche habe. So auf ihr in den Kopf. Ja, das könnte sein, Siri. Das könnte sogar sehr gut sein. So. Können wir nochmal loslegen mit der Straße legen hier. So, wirst du wohl? Schöne Routine hier.
Was? Was? Wieso nicht? Was hast du gegen meine Serpentinen? Wieso kann ich die nicht? Was doch? Das ist ja auch süßer Dienen, ach komm. Ach komm. Was würdest du denn anders machen, Tom? Jetzt hier mal. Ja, schick mir mal ein Foto. Du könntest immer noch mal wieder umbauen. Serpentine, einmal Sardine. Ja, mach doch mal. Bin gespannt. Weil ich auch zugeben muss, dass ich wirklich nicht viele Serpentine gebaut habe, ne? So hin, ja, ne? So. Ach ja, so. So, da einmal. Sogar höher.
sieht sogar höher da. Okay. Was habe ich denn da schon wieder gebaut? Ich weiß gar nicht, was du hast, Tom. Die Serpentinen sind doch toll. Ich verstehe dich nicht. So. Ich brauche eine Linie. Zwei sogar. Von dort. Nee, da nicht. Dort. Nein. Noch ein Wegpunkt. Genau. So, Güter, LKW, LKW, Rasse, Felde, Kohle. Kannst du unter einer Einbindung auf die Fischerbrücke setzen? Neue Linie. Güter, LKW, Hasse, Felde, Eisenerz. Gut, die LKWs warten da schon ganz brav, sehr schön. So, da wollen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Ja? Wir brauchen Fahrzeug G. So, was wollen wir denn nehmen für Fahrzeuge? Tom, hau mal raus. Irgendwas Schönes. Oder irgendwie anders aus dem Chat? Koordinieren nicht über die mit Treckern. Das funktioniert nicht. Schnell sein sollten sie auch. Was haben wir denn hier unten? Scania Kipper. Die hier noch? Du bist voll, Siri. Ja, da musst du nur die Pizza essen, ne? So. Okay. Tipper.
So, der kann 52. Die haben mehr PS. So, was hätten wir denn noch im Angebot? Ja, das war es eigentlich auch schon fast. Ja, es sollte ein Kipper sein, ja, ist richtig. Kipper macht Sinn. Ich glaube, allzu viel Auswahl haben wir eigentlich auch gar nicht, ne? Bleiben eigentlich nur die, die vor einigermaßen vernünftig sind. Ich würde sagen, wir nehmen die hier einfach, oder? Was nehmen wir denn pro Linie? Ich würde so... irgendwie so 20 pro Linie nehmen? Was meint ihr? Ist ja schon relativ weit weg. Oder Kohle 20, Eisenerz 30. Weil Eisenerz noch ein bisschen weiter weg ist. Müssen wir doch mal gucken, wie es dann so läuft, ne? Oder 15, 20? 20, 20? Okay. 20. Also fehlt Kohle. Und dann nehmen wir dieselben nochmal. Zwanzig für Eisenerz, ne? Werkzeuge, Schienenkohle, Eisenerz. So. Das ist kein Plan von. Okay. So, fährt er jetzt hin? Nur wegen nach Karlsruhe Nord, okay. Auf der B313 in Richtung Hessefelde in Höhe von Karlsruhe kommen ungefähr 40 Kipplerswagen entgegen. Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir informieren Sie wieder, sobald der Stau sich aufgelöst hat. Na, LKW Corso, genau. Der LKW Corso. Guck mal, die Nummernschilder kann man beschriften mit den Straßennamen, also mit den Namen. Das Straßenfahrzeug drauf. Schon wieder Demo gegen King die Grünen. Genau, Cäsar, richtig. Warte mal, das will ich mal kurz machen. Den hier haben wir. Den beschrifte ich jetzt mal. Wir nehmen mal
Swiss. Ach, keine Ahnung. Ich kenne die Kürze nicht. So, halten wir gleich mal irgendwo an. Ja, aber er hat es auf jeden Fall geändert. Ist ja geil. Aber hier ist meine jeder LKW unbeschriften. Hätten da noch Bock. Moin Meister! Hi Graf, grüß dich! Moin Moin! Also wer hat denn Bock, jedem LKW ein Kennzeichen zu verpassen? Durchnummeriert vor allen Dingen. Rot für die 40 LKW ist so ein eigenes Kennzeichen pro LKW. Ja, danke Cäsar. Graf, wie geht's dir? Alles schön bei dir? Hey. So. Ich war mal zu unserem Erzbergwerk fahren. Ja, da ist das Kennzeichen. SW823MZ. Auch eine geile Idee mit dem Kennzeichen, finde ich. Das ist eine geile Botschaft. Ja. Schweizer Wein. 8 Promille. Jahrgang 23. Und kommt aus meiner Manufaktur. Wie hat er gesagt? Also Manufaktur? Weiß gar nicht. Destillerie. Nee, auch nicht. Geld noch für Wein. Du hast ja ETS2, gell? Ja, hab ich. Manuel zischt. Genau. Ich habe es mir heute wieder installiert. Ja. Ja, spiel das noch. Das ist gut. Wann? Das ist eine gute Frage. Also diese Woche mit Sicherheit nicht mehr. Also ich habe normalerweise... Also ich habe solche Spiele wie Call of Duty, ETS 2 momentan auf den... jeden zweiten Freitag gelegt. Also sprich nächste Woche zum Beispiel. Letzte Woche hatten wir Call of Duty gespielt, also man könnte jetzt nächste Woche Freitag ETS 2 spielen. Das entscheide ich mehr oder weniger spontan dann an dem Tag. Mittlerweile, weil Mittwoch ja der DJ-Stream ist. Donnerstag spontan, wenn ich Zeit habe. Ja, können wir gerne mal machen, klar. Quatschen wir nochmal drüber. Dann bekommst du vielleicht Mittwoch an. Okay, cool. Also können tatsächlich dann nächste Woche Freitag tatsächlich so ein bisschen durch die Gegend eiern abends. Ja, weil wie gesagt, die anderen Tage sind halt eben
dann so ein bisschen verplant. Irgendwie schon mit Transportfieber, weil sonst kommt das gar nicht mehr. Das will ich dann schon ein bisschen vermeiden. Ja klar, auf jeden Fall. Freitags durch die Gegend eiern. Du sagst aber besser nichts zu, Tom, okay. So schlimm, ja? Langer Weg dahin, stelle ich gerade fest. Aber das hier vorne müsste unser Berg sein. Und rein theoretisch müsste eigentlich auch schon genug Ware liegen da oben. Fahren wir mal die Sardinen hoch, ne, Tom? Hoch zum Eierberg. Hoch zum Eierberg. Schöne Aussicht ist trotzdem. Ich kenne den Eierberg nicht. Was habe ich verpasst? Mit dem Eierberg. Ah, ja gut, okay, das ist, wenn das ein Insider ist, dann kann ich ihn auch nicht kennen. Was ist denn da, Eierberg? Die erste Adresse, okay, und wofür, für was? Ich vermute mal, das ist kein Bauernhof. Steht schon ordentlich was rum. Melkstation, ach so. Ich hab's befürchtet.
So, beide auf Volllast. Sehr gut. So, ich bin überlegen, ob ich die hier auch erstmal umstelle auf Vollladen. Für den Fall, dass dann gleich wieder ein bisschen Ebbe ist. So, was sagt hier unsere Kohle? Die Kohle sagt, ich produziere zu wenig. Also machen wir auch mal auf Volllast. Dann gucken wir mal, ob wir nicht ein paar LKWs wieder runternehmen. Melkstation. Also kommt die sogar schon. Hier geht es gleich los. Fahren wir den noch mal rein in die Fabrik. Und gucken wir mal, wie es da so aussieht. Wobei ich ja glaube, wir haben für das Stahlwerk mit zwei Fabriken dran, glaube ich, ein Stahlwerk zu wenig. Wasser. Trinken wir mal einen, ne? Also normalerweise müsste die Warenkette jetzt gut funktionieren, würde ich sagen. Weiße Felder in seiner Pracht. Können wir gleich mal gucken, was wir noch so machen gleich. Wieder Güter zu. Auch schöne viele LKWs, ne? Verschiedene. Da schlängelt sich der Zug rein. Das hat doch schon mal was.
gut, hier müssen wir ganz viel mit Dammbau machen. Eine Endlosbrücke, ja genau. Wippler, die Bäckerei. Holt bestimmt gerade wieder Brötchen ab. Brücke. So, dann gucken wir gleich mal, ob sie eigentlich schon mal produzieren, so ein bisschen. Dann müssen wir den Platz ausdekorieren. Naja. Und da rollt unser Stahl. Aber der hier irgendwie nicht, ne? Keine Connection. Dann geben wir die nochmal fix eine Connection. Willst du eigentlich eine Connection haben? Nee, hat er nicht. Müssen wir wohl ein bisschen schummeln, ne? Der hat's auf jeden Fall.
Ah ja, Mist hat er so. Sehr gut. Ich finde das voll cool. Gerade in der Mitfahrt gemacht haben wir ihn. Oder eigentlich gerade auch wie eine machen. Das war lustig. Wenn die jetzt noch hier irgendwie draufstellen könnte, wäre es cool. Was ist das für ein Warenschubser? So. Ach, der braucht ja noch Dings. Ach. Brauche noch Silberbahn. Stimmt ja. So, der hat auf jeden Fall jetzt genug im Lager. So, und der müsste eigentlich schon produzieren hier. Genau. Okay, wir brauchen noch Silberbahn. Wo wollen wir die denn noch hinstellen? Silberbarren. Das wäre dann die hier. Könnte man eigentlich hier noch mit reinstellen. Hier wieder mal ein bisschen Terraforming. So, dann bauen wir auch hier eine Straße. Moin, Meister.
Moin, Bonjour, Reza. Ich muss eigentlich Level machen. Gerade schön, aber selten, ne? Kann man so machen. Peurak? Ah ja. Wie lange ich noch mache? Ich denke eine halbe Stunde. So in dem Dreh. So, Gebäude. So, und dann würde ich da auch wieder 20 draufsetzen. So, warum denn da die Anlieferung? Habe ich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, über die Anlieferung von Eisen, von den Silber, ne? Können wir hier noch irgendwas reinbauen? Ich glaube nicht, dass wir die Connection hier haben, ne? Nee.
schön gewesen. Ach, dann lang geht's natürlich auch nicht. Aber auch nicht. Höchstens hier rein. Ja, mach die Straße vernünftig. Jetzt holen wir die Axt. Okay. Ja, hab mir ja gerade überlegen, wo ich da am besten hinpacke, ne? Aber hier vorne müsst du da nicht auch gehen. Natürlich nicht. Na. Ist ja ein wenig doof, ne? A few moments later. Ja, genau. Besuchreise. A few moments later. So, vorne stehen hier alle ihre Beine im Bauch. Vorstellen, dass es klappt. Ja, geht doch nicht. Können wir auch hier in die Straße reinziehen. Das Problem ist halt eben nur, dass die alle doof rumstehen, ne? Wenn die jetzt nicht mehr einmal einstellen, nicht auf warten auf voll, müssen die ja eigentlich ja gleich wechseln. So. Dann stelle ich da einfach mal. Da die Haltestelle an. Das ist dann an die Lieferung C. Können wir wieder ein bisschen Terraform machen hier, ne? Okay, wo sie ihn tun sie aber.
Gut, dann bräuchten wir nochmal eine Linie. Von hier. Nach dort. Jetzt haben wir da auch wieder vollladen. Das ist dann unser Güter, LKW. Hasse, Felde, Silber. Wo bauen wir da jetzt natürlich auch nochmal? Ach je, die können wir gleich daneben bauen. Stimmt ja. Die Silbermine brauchen wir noch. Ich habe meine vergessen, ne? Silbermine. Wie brauchen wir denn? Zweimal Silber für einen Barren. So. Dann würde ich es jetzt genauso mit diesen Dingern nochmal machen. Der erste Etat allerdings. Hi Frontrock, grüß dich. Ja, wie geht's dir? So, und da ist immer
so ein bisschen aus dem Wege. So. Gucken wir mal, ob die Verbindung hat. Hat er. Linie von dort nach dort. Förderband. Hasselfelde Silbermine. Ich bin geschafft, aber gut drauf und auch gut runter. Ah ja, okay. Sehr schön. So. Neue Fahrzeug, dann ist es ja wahrscheinlich Schüttgut hier, was wir hier haben. Förder. Palette. Schüttgut. So, dann schicken wir dich mal auf die Silbermine. Dann brauchen wir noch Fahrzeuge für das Silber. Silberbarren dürften dir dann ja eigentlich kein Schüttgut sein, ne? Normalerweise. Genau, das wären dann nämlich die hier. Habe ich da jetzt 25 draufsetzen? Güter, LKW, Eisen, Erz, nichts nicht. Maschinen, Silber. Schick. Jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie was mit Assets bauen, dass das hier so angeliefert wird auch, ne? Der produziert. Okay, ist das schon zu wenig? Tatsächlich. Naja, lass mal so laufen. So, dann hier haben wir auch schon die Barren. Das sind komische Barren. Na gut, es steht zumindest Silber drauf. Na gut, sind eingeschweißt. Sieht aus mehr aus wie Säcke, oder? Na gut. So, die ersten LKWs. Die sind irgendwo noch hier hinten irgendwo, ne? Irgendwo. Da kommen sie. Was? Ein Glibberfrosch? Ein Glibberfrosch. Gut. Das sehen wir also auch. Sieht irgendwie schon geil aus, oder?
Irgendwie hat das was. Hier vorne stehen die dann sogar. Naja. Gut, dann machen wir jetzt eine Vorspulen hier. Wie sieht es denn jetzt hier drüben aus? So, da warte ich immer noch auf seine Maschinen. Stahl, da könnte mehr Stahl kommen. Okay, also Felde wird schon voll geliefert. Ridgewire wird beliefert, Weltsache wird beliefert, Karlsruhe wird beliefert, Hangtown wird beliefert, Thales, Hell City und Kärcher selbst auch. Okay. Oh ja. Okay, einige gehen. 26 gehen nach Kernstadt, 58 gehen zum Umschlagbahnhof. Und da wird es verteilt, dann anschließend nach Sommertour. Okay, und da? Die gehen nach Kernstadt Güterbahnhof, okay. Tom bekommt immer nichts. Ja, Tom, wir müssen dich, glaube ich, irgendwie nochmal anbinden, ne? Da haben wir noch gar nichts gemacht bisher, ne? Fällt gerade so ein. Müssen wir auch nochmal gucken, wie wir das dann hier oben liefern wollen, ne? Wir können ja einen Sonderzug hochschicken. Also einen eigenständigen Güterbahnhof, also Güterzug. Oh, stimmt, ich habe am meisten vergessen irgendwie, ne? Mit der Warenverteilung. Aber wir haben auch eine andere Städte. Meine Stadt hat auch noch nichts. Sonderzug nach Pankow. Meine Stadt ist 10 Monate alt und bekommt nichts. Du, meine auch noch nicht. Basel bekommt auch noch nichts. Crazy Warrior auch noch nicht. Karlsruhe kriegt so ein bisschen was. Von Reparon, die Stadt, kriegt auch noch nichts. Und Schnitzelberg auch noch nicht, also. Ne? Traurig, ja. Das macht betroffen, ne? Ich habe noch nicht genug gespendet. Ja, das kommt ja jetzt auch. Ich meine, die anderen Städte haben ja auch als angebunden neulich, also. So ist es ja nicht. So, okay. Also, Werkzeug läuft. Immerhin schon die Hälfte der Karte. Also schon. Ich spende mein Herzblut hier, das muss reichen. Genau. So. Was macht ihr denn alle hier? Psst, weg. Push. Sollt laden. Okay. So, wann können wir denn mal mit der ersten Silberlieferung rechnen? Autsch. Ist auch kein LKW hier hoch unterwegs, ne? Eisenerz. Doch, da kommen die ersten. Okay.
Ja, aber jetzt mal Zeit, dass sie abholen. So. Die behalten wir mal im Auge. Hat er gar nichts drauf auf den LKWs. Also er nimmt schon was mit, aber man sieht es nicht. Datenschutz. Von wem? Von den Silberbarren? Na gut, Silber ist ja wieder ein Vorkommen, was normalerweise gar nicht im Spiel ist, ne? Aber... Seriennummern. Damit man sie nicht klauen kann, meinst du? Na okay, das wäre vielleicht noch ein Grund. Und auch Geldtransporter dort einsetzen. Haben wir Geldtransporter? Mit Gleitschutz? Mit Gleitschutz, Geleitschutz. Ja, mach mal Frosch. Aber wir haben doch sowas gar nicht, oder? Ich kann echt überlegen, welcher Wagen denn das machen könnte, ne? Dann weiß ich, was man mit dem nächsten wollte. Meinst du? Top Gear. Naja, ist ja nicht so wild. Also Straßenfahrzeug 435. Noch schon eine ganze Menge auf der Karte, ne? Trotzdem Minus ohne Ende. Und der ist schon wieder auf dem Rückweg, ne? Das heißt, die ersten Warenlieferungen müssen da gewesen sein. Okay, so Hassefelde nimmt an, Karlsruhe nimmt an, Thale, Hangtown, Kernstadt. Okay. Oh, die Post wird da langsam auch hier, ne? Über 100 Werkzeuge. Wo kommt schon wieder dieses Getreide her? Ich habe gestern Abend noch auch gemoddet. Bis ich das Vieh endlich hatte. Welches Vieh? Welches Vieh hast du denn gehabt? Ah ja. Die Motte. Ach. Hat gedauert, Tom. Na
guck ihn dir an. Der hat auch nicht mehr Grips als ein Spatzfleisch an der Kniescheibe. Genau. Sehr viel wirklich langsam. Ich bin irgendwie, ja, relativ viel langsam. Das kommt mit dem Alter. So, hier sind sogar schon die ersten Maschinen. Warum nimmt der die denn mit? Kernstadt. So, jetzt geht's ja endlich mal rund am Güterbahnhof hier. Echt? Ich, junger Hüpper? Genau. Gut, da fehlen uns denn jetzt noch an Warengeschichten. Treibstoff und so, ne? Öl. Würde noch fehlen. Na, kommen sie hinterher hier mit dem Produzieren? Stau, wir haben Stau. Können wir wahrscheinlich die Hälfte von dem Fahrzeug irgendwie runternehmen, wa? An Warengeschichten. A few moments later. Warum spuckt die denn so wenig raus? Na gut, da liegen 5. Also die arbeiten ja auf Volllast. Nur 2 für einen Baum. Naja, wir müssen irgendwann nochmal erweitern. Ja, bestimmt auf ihre Lenkzeiten. Meinst du? Man weiß ja nicht so genau, ne? Gut, aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Wie das sich dann so weiter verhält. Und dann bauen wir beim nächsten Mal noch ein paar mehr Industrien, wie Treibstoff, Öl und so. Dass wir die auch mal abdecken können. Dass wir irgendwann mal alle Warengruppen quasi hier auf der Karte haben. Und dann machen wir mal weiter.